Moin, da bin ich wieder. Diesmal auf dem Herweg in Dänemark. Heute von Padborg bis nach Wedstedt, ein ganz schön langes Stück. Aber die ersten 3 Kilometer habe ich schon hinter mir, denn das ging hauptsächlich durch Industriegebiet. Das ist ja noch nicht so interessant. Das Wetter ist ja wieder klasse für Februar, deswegen musste ich ja wieder los. Und ich weiß nicht so recht, was mich hier erwartet. Auf diesem Weg muss ich mich selbst überraschen lassen. Also, dann viel Spaß bei den kommenden Bildern. Bin ich denn hier? Kennt man alles gar nicht. Das ist ein Internierungslager gewesen aus dem Zweiten Weltkrieg. Das kann ich nicht aussprechen, wie das hier heißt. Gar nicht weit weg von zu Hause und sowas kennt man gar nicht. Ist anscheinend immer durchs Platze Land erstmal. Das war wieder so ein Originalstück des Weges. Noch ein paar historische Wegsteine hier.
Hier befinde ich mich gerade an der Gellia-Brücke. Eine schöne alte erhaltene Brücke aus dem 19. Jahrhundert, Anfang 19. Jahrhundert. Aus Feldstein errichtet, aber noch einigermaßen erhalten. Sieht doch schick aus. Wie ich jetzt auf dem Schild verstanden habe, kommen da noch zwei alte Brücken. Hier sieht man, dass es auch einen Wanderweg gibt, aber die Routen laufen nicht immer parallel. Kurz vor Kieblau. Nein, das heißt nicht Kieblev, so wie es auf dem Schild drauf steht, weil das V im Dänischen wird ja wie ein U ausgesprochen. So viel weiß ich. Dänisch kann ich eigentlich nicht so viel, außer was man mal so mitkriegt. So, 17 Kilometer habe ich auch schon hinter mir, aber noch 40 vor mir. Also, es muss weitergehen. Kann man schon mal sagen, die Beschilderung ist gut, man kann das echt nicht verfehlen. Das ist jetzt die zweite historische Brücke, die Paulsbrücke. Die ist noch etwas älter wie die erste. Und die ist auch echt schön gemacht. Hier ist sogar ein Rastplatz dabei. Gleich auch mal nutzen für eine Pause. Ist ja so ein schöner Platz hier. Sind ja noch genug Kilometer.
nach den ersten 25 Kilometern kann man schon sagen, da ist auch schon wieder einiges zu sehen gewesen. So kann es auch wirklich weitergehen. Auch schön geführt, immer verkehrsarm. Sehr toll. So macht Spaß. Ich weiß nicht genau, was es hier ist. Vielleicht kriege ich das ja noch übersetzt. Aber hier ist der erste Shelter auf dem Weg. Nicht schlecht, sogar mit Kilometerangabe auf diesem Weg und eine schöne Rundumsicht hier, kann man weit schauen. So eine Sandpiste geht es ja schon etliche Kilometer. Ist aber auch gut zu fahren, ist fest, kaum Schlaglöcher. Also ganz in Ordnung. An Hjortge fährt man wohl vorbei. Man fährt hier so ein bisschen am Geestrücken entlang. Linke Hand ist alles flach bis zur Nordsee und rechte Hand ist ein bisschen Hügelland. Ich bin hier gerade in Riese, 20 Kilometer von Ziel und kurz vor Grödekroll.
war mal nicht so ein schöner Streckenabschnitt. Immer so eine Straße mitten durch den Ort, viel Verkehr. Aber jetzt geht's ja wieder. Ja, immer mitten durch das Kiesabbaugebiet hier. Das geht ja wieder. Schon habe ich ja doch noch ein bisschen Pech mit dem Wetter. Nach Westen ist alles blau, aber bei mir, genau wo die Sonne ist, ist gerade so eine Wolke davor. Toll. Kann man nichts machen. Das war jetzt Österlagam. Noch 12 Kilometer bis zum Ende für heute. Oh, die Zeit ist schon wieder so gerannt heute. Aber irgendwann muss ja auch ein Ende sein. Ich muss ja auch wieder zurück. Das ist der sogenannte Heerwolfstein. Keiner weiß so richtig, woher er stammt. So stand es wenigstens auf der Informationstafel. Aber mit der Runenschrift da drauf wird er schon etwas älter sein. Dort war der Heerwolfstein. Jetzt bin ich hier auf so einem Hügelgrab. Guck mal, einen wunderschönen Rundumblick hier. Aber gut, riechen tut das hier nicht mehr. Das ist jetzt die dritte historische Brücke auf diesem Weg. Das soll auch die älteste sein. Wie die nur heißt, das will ich lieber nicht aussprechen. Das versuche ich gar nicht erst. Jetzt noch 6,5 Kilometer, das schaffe ich noch.
immer sehr schön, die Gegend hier im Naturschutzgebiet oder was das ist. Nun in Wettstedt. Dann suche ich mir mal ein ruhiges Plätzchen zum Beenden. Hier am See bei Wettstedt mache ich den Schluss für heute. Waren ja auch schon wieder 57 Kilometer, aber eigentlich nur der Weg, weil durch das ganze Film und so sind das dann doch 61 geworden. Um 50 soll ich wieder zurück. Da waren ja doch wieder einige Highlights dabei und der Weg war ja auch ganz gut geführt. Zwar Sandwege, aber die waren fest und konnte man gut fahren. Ich hoffe, es hat gefallen. Dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Moin Moin. Los für heute.